take a trip to my... Hi Freunde und herzlich willkommen, hier bei Archie Gaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es weitere Squad Building Challenge. Ihr könnt es sehen, wir kümmern uns heute um die 80 plus Spielerwahl Upgrade SPC. Eigentlich eine ganz bescheuerte SPC, muss man mal ganz klar sagen. 9k kostet diese SPC, man bekommt einen Spieler wieder und man kann aus drei Spielern wählen und der ist halt 80 plus gerated. 9k kostet diese SPC und ihr seht rechts davon gibt es noch die Gold Upgrade SPC. Die ist ja schon immer da gewesen und deshalb machen wir heute 10 Upgrade Packs und zwar von den 80 plus Spielerwahl Upgrades und auch 10 von den Gold Upgrades. Ja, und stellen das uns quasi mal gegenüber und schauen uns das Ganze mal an. Also, wer von den beiden SPCs, welche davon ist besser? Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, falls ihr auch welche von den 80 plus Spielerwahl Upgrades machen wollt, macht ein, macht zwei, mehr aber bitte nicht. Denn wir gehen gleich mal rein und schauen uns das Ganze an. 10 seltene Goldspieler müssen wir dafür hinlegen. Und wenn wir jetzt hier mal kurz zurückgehen, sehen wir, ich habe schon 9 Packs davon vorbereitet und im Shop sehen wir 10 Stück. Das sind die 10 Gold Upgrade Sets. Ja, und bevor wir die öffnen, wollen wir natürlich die Spielerwahl-Upgrades oder müssen wir die Spielerwahl-Upgrades öffnen. Und insofern würde ich sagen, start mal rein ins Video, bevor das Video aber so richtig losgeht. Zerstört natürlich wieder gerne den Like-Button. 200 Likes gebe ich euch als Ziel raus. Wenn euch das gefällt mit den Upgrade-Packs und generell, zerstört den Like-Button. Da weiß Bescheid, dass ihr mehr davon sehen wollt. Und ja, in dem Sinne würde ich sagen, starten wir direkt rein. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr generell an FIFA 19 SPCs interessiert seid. Das TOTS wurde gestern auch angekündigt. Insofern wird auf jeden Fall ab nächste Woche dann richtig, richtig viel anstehen. Bezogen natürlich auf das Team of the Season, also da freue ich mich schon mega drauf, bin mega gehypt und ja, in dem Sinne würde es mich natürlich freuen, wenn ihr, wie gesagt, ein Abo da lasst. Also starten wir mal rein mit der Spielerwahl Upgrade SPC und wirklich, ich sage es nochmal jetzt vorneweg, lasst mir das einfach jetzt übrig. Ich mache das jetzt hier fürs Video, ja, die 10 Upgrade Packs, aber auf meinem Hauptaccount würde ich das nie im Leben machen, so viele Upgrade Packs hier von dieser Spielerwahl Upgrade SPC. Also wenn wir mal reingehen und uns das mal im Detail anschauen, ich habe schon gesagt, 9k kostet diese SPC. 10 seltene müssen wir dafür abgeben. Genau, Gold ist die Spielerqualität und Teamchemie 45. So, wir werden das jetzt hier alles ganz entspannt einmal zusammen machen. Das 10. Pack gehen wir einfach mal in die Superliga rein und schauen uns die Goldspiele an, die wir haben. Und dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und einen 10. dürfen wir auch mal haben. So, jawohl, und der 11. der kann Non-Rare sein. So, 41 Teamchemie haben wir. Müssen wir jetzt noch auf die Chemie kommen. Fertig ist das Ganze, ihr könnt das jetzt hier noch umpositionieren, wie ihr wollt. Ja, und wie gesagt, schaut einfach, dass ihr auf die 45 Teamchemie kommt. Ganz, ganz simpel. Ihr seht auch hier, übrigens jetzt mal, um das Ganze preislich uns anzuschauen, der natürlich fast für Discard bekommen, aber auch die, ja, guck mal, 83er Cover-Gava, 750 Münzen. Ja, also alles das hier auch natürlich auf Discard. Insofern, ja, ich habe jetzt geguckt, dass wir natürlich das so günstig wie möglich auch machen können. Ja, was habe ich jetzt ausgegeben? Roundabout 8k vielleicht. Und ja, das auf jeden Fall die SPC dazu. Damit haben wir jetzt das 10. Spielerwahl-Upgrade fertig. Und jetzt können wir reingehen, quasi in die Wahl. Wir haben 10, wie gesagt, jetzt fertig. Ich bin mega gespannt. Und bevor wir die jetzt öffnen, gehen wir nochmal kurz zurück. Denn ich bin froh, dass ich das quasi nicht direkt, als die SPC rauskam, gemacht habe. Denn wir können hier sehen, Spieler des Tages. Spieler des Tages, Spielerwahl-Upgrade sind jetzt für kurze Zeit im Packs erhältlich. Sind gestern Nacht rausgekommen. Jordi Alba dabei, Dabur, Lacazette und von Ajax, wie heißt er jetzt? Mir fällt gerade der Name nicht ein. Der das Tor geschossen hat, ihr wisst Bescheid. Und ja, sonst glaube ich auch noch ein paar andere Man-of-the-Match-Karten, aber Low-Rated Man-of-the-Match-Karten sind am Start. Ja, und sowieso natürlich das Team of the Week. Da natürlich Oblak, oh mein Gott, wäre das geil, 92er Oblak zu ziehen, ja. Oder halt hier, wie gesagt, ein Robertson, also wäre auf jeden Fall nice. Und ich würde sagen, wir schauen einfach direkt mal rein. Mal schauen, ob wir Packluck haben, ja oder nein. Zack, gehen wir hier rein und würde ich sagen, öffnen wir direkt mal das erste Set. Also, let's go, fangen wir hinten an und Daumen drücken, Leute, direkt rein. Hashtag Packluck in die Kommentare, wenn ihr davon welche gemacht habt. Lasst mich gerne wissen, was habt ihr gezogen und dann machen wir es auf. In 3, 2, 1, erste Spielerwahl. Zwischen was können wir unterscheiden? Oh ja, Leute, das ist so ein Basic Pack. 80, 81er und 81er. Ah. EA, warum? Wir nehmen jetzt einfach mal Birki mit. Warum nicht? Weiter geht's. Wir machen, glaube ich, jetzt immer einfach dazwischen ein Päuschen. Jo, 83er schon mal. Aber habe ich den Tradable oder Untradable? Das ist die große Frage. Deshalb, ich gehe das Risiko nicht ein, nehme ich jetzt einfach mal Murillo. Trotzdem, wir merken uns, ein 83er war schon mal zur Wahl. Und dazwischen versteckt sich... Leute, das kann doch nicht wahr sein. Ich nehme jetzt hier einfach auch wieder einen, den ich noch nicht im Verein habe. Stones...
Ja, und da sehen wir schon direkt am Anfang, warum sich diese Spielerwahl-Upgrades eigentlich nicht wirklich lohnen. Jetzt kriegen wir hier Kruse. Der war teuer, als die Kruse-SBC mal rauskam. Ich glaube, die SBC ist jetzt auch schon gar nicht mehr da. Die Spieler des Monats-SBC. Ich bekomme wieder einen 82er. Romagnoli nehmen wir einfach jetzt mal mit. Leute, guckt euch das mal an. 3 82er, 2 81er. Das nenne ich 80 plus Spielerwahl-Upgrade. Ich habe mal gedacht, ich gebe dem Ganzen mal eine Chance, aber das sieht mal überhaupt gar nicht gut aus. Also, neben Kruse versteckt sich. Oh, 86er, Douglas Costa, unser erster Walkout ist am Start. Sehr nice. Also, es konnte ja quasi nur noch besser werden, aber daneben auch schon wieder 80er Vogt und 80er Abubakar. So viel zum 80 plus Upgrade. Also, Douglas Costa hat momentan einen Wert, das können wir ja direkt abchecken. Vorne around about 20k, 22k. Die 86er, wo sie ja preislich eigentlich immer liegen. Und neben Costa versteckt sich natürlich der nächste Walkout. Nicht Romagnoli wieder. Haben wir den nicht eben gewählt? Naja. Ah, wahrscheinlich, aber der wird nicht angezeigt. Ja, klar. Quadrado nehmen wir mit. Und neben Romagnoli auf der linken oder rechten Seite? Rechte Seite, komm. Nächster Walkout. 85er. Ey, Vidal ist am Start. Nice. Den haben wir auch noch nicht im Verein. 85er Vidal. Wo liegen die 85er momentan? Bei 10k. Ja, ein bisschen mehr vielleicht. 10k, 85er Vidal nehmen wir natürlich gerne mit. Also, damit haben wir schon mal aus den 10 Packs Douglas Costa und Vidal. Kommt noch ein High-Rated-Spieler dazu? Das ist die große Frage. Wir machen es auf. In 3, 2, 1. Come on, let's go. Komm schon, bitte, EA. Einen noch. Wieder Romagnoli. Jetzt nehmen wir Handel. Wieder ein 82er. Die hören aber auch nicht auf. 1, 2, 3, 4, 5 Stück jetzt. Also, die Hälfte sind schon 82er. Und jetzt nochmal letztes Set. Ich war sein 382er, als hätte ich es quasi gerade noch mit angekündigt. Wir nehmen Fager mit, den haben wir noch nicht im Verein. Tja Leute, was soll ich dazu sagen? 682er, Douglas Costa nice, Vidal nice, aber wir haben ausgegeben roundabout 80k, sag ich jetzt mal, für diese ganzen Sets. Und das haben wir dicke nicht wieder reingeholt. Wir haben 30, wenn's, ja, was haben wir, 40k, die Hälfte haben wir vielleicht wieder mit reingeholt durch diese Packs. Naja, immerhin irgendetwas gezogen. Hoffen wir natürlich, und das ist jetzt die einzige Hoffnung, dass hier in den zwei seltenen Goldspieler-Packs, in den Gold-Upgrades mehr drin ist. Die haben, was haben die gekostet? Roundabout 40k, würde ich sagen, weil 400 Münzen pro Goldspieler. Und also das auf jeden Fall, wie gesagt, die SBC dazu. Ja, wir fangen an mit dem ersten Set. 10 Stück haben wir vor uns. Mal gucken, ob das Ganze uns jetzt hier ein bisschen mehr Pack-Luck bringt. Was steht an? Erstes Pack, kein Walkout. Bekommen wir die erste Wand direkt. Jawohl, so sieht's aus. Komm, Mkhitaryan. Jawohl, 84er direkt. Damit können wir starten. Das ist doch auf jeden Fall schon mal nice. Da hatten wir eben gar keinen. 682er, 85er. Ach, und Bender. Da versteckt sich dann wieder der 81er. Aber gut. Also, Mkhitaryan bin ich auf jeden Fall schon mal mit zufrieden. Was versteckt sich im zweiten Pack? Schade, kein Walkout. Die Frage ist, ob wir die zwei... Ne, es war ja eine Wand, aber die 85er und den 86er toppen können. Also wir müssten jetzt quasi einen Walkout ziehen, dann eine Wand mit 85er. 84er hatten wir eben nicht mit dabei. Aber hier Tevez und Correa, na, eher ein richtig schlechtes Set. 8 Sets haben wir noch. Wieder von hinten nach vorne. Und wir ziehen jetzt im dritten Pack wieder nichts. Ziehen wir eine Wand. Sieht so aus, oder? Es ist eine Wand. Come on, let's go. 85er. Oh. Ah. Strootman. 83er Strootman. Gut, geht besser, geht aber auch schlechter, wie wir wissen. Naja, schade. Was haben wir noch dabei? Neves, kein Inform. Inform wäre noch nice. Special-Karte wäre auf jeden Fall sehr nice, wenn wir die noch ziehen könnten. Und er ist tradable zum Glück. Perfekt. Und was ziehen wir jetzt im nächsten Pack? Viertes Pack von den Gold-Upgrades. Leider kein Walkout. Da habe ich tatsächlich mal eins aus Spaß gemacht. Wieder keine Wand. Und ich habe tatsächlich Hazard gezogen, ja. Also wirklich nur eins gemacht, Walkout gesehen, zack, und es ist Hazard gewesen. Also das ist auf jeden Fall hier auch Glückssache manchmal. Trotzdem, ich finde das jetzt mal nice, dass wir uns das mal hier gegenüberstellen können. Gold-Upgrades, wo wir halt wirklich nur Non-Rare-Spiele abgeben müssen, zwar 11 davon, aber wie gesagt, 80 plus Spielerwahl, okay, Spielerwahl, okay, man hat die Wahl zwischen drei Spielern, aber man muss schon sehr, sehr glücklich sein, um da quasi ja, eine gute Spielerwahl rauszubekommen. Hier jetzt zwei Duplikate, das ist natürlich mal semi-geil. Simon und Depol. Zack, kommen auch die Transferliste, sind zum Glück tradable. Und dann haben wir jetzt noch hier 5 Sets, in denen sich hoffentlich was Ordentliches versteckt. Jawohl, da ist der Walkout. Come on, let's go. Special-Karte? Nein.
Es ist ein Normal Walkout. Es ist Brasilien. Nein, bitte nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein, Leute. Wir ziehen wieder Douglas Costa. Ja, also so meine ich das jetzt eigentlich nicht mit. Wir müssen das 1:1 identisch machen. Also ich sag mal so, ein 85er Vidal brauche ich jetzt nicht noch. Wir ziehen Douglas Costa. Ja, dann muss ich jetzt den Duplikaten-Glitch, glaube ich, anwenden. Weil discarden will ich den auf jeden Fall nicht. Das steht doch mal fest, würde ich sagen. Wen haben wir noch? Pozuelo haben wir noch am Start. Ja, und Douglas Costa. Ich würde sagen, ich mache eben den Duplikaten-Glitch und wir sehen uns gleich wieder. So, und da bin ich zurück. Douglas Costa ist jetzt auf der Transferliste. Wir hoffen natürlich jetzt in den restlichen 4 Packs wieder auf einen Walkout, aber bitte nicht wieder auf einen Untersparen, auf ein Duplikat, den ich schon im Verein habe. Also, komm, machen wir das nächste Set auf und ich würde sagen, Daumen drücken für einen Walkout. Keiner, schade. Back-to-back-Walkout wäre natürlich auch nice gewesen, aber nächste Wand, hey, come on. England, Torwart, oh, das ist Pickford, ne? Pickford, 83er. Gut, kann man auch drauf verzichten. Was kostet der? 800, 900 Münzen. Also, oh, 283er, immerhin. Haben wir Lucas Leiva tradable? Jawohl, perfekt. So soll es doch sein. So, was haben wir noch? 3 Sets. Ein Walkout, ich bin zufrieden. Oder noch die 85er. Dann haben wir, wie gesagt, in beiden einen 85er gezogen. Oh, nächste Wand. Innenverteidiger diesmal. Ey, 84er. Wieder 84er am Start. De Vrij, was kosten eigentlich momentan die 84er? Mkhitaryan hatten wir eben im ersten Set. Und wir haben noch Fafana am Start. Ja, 5K anscheinend. Geht fit, geht klar. Fafan, tradable hoffentlich. Nee, untradable. Komm, discarden wir einfach. Und dann noch 2 Sets. Also wie gesagt, ich finde es auf jeden Fall nice, dass wir hier mal die Gegenüberstellung hatten. Den Vergleich von den Gold-Upgrades zu den 80-Plus-Spielerwahl-Upgrades. Ich hoffe, ich konnte euch auf jeden Fall überzeugen, dass ihr, wenn dann eher mit den Gold-Upgrades geht, weil ihr da einfach nur 11 Non-Rares, wie gesagt, reinballern müsst und nicht 10 seltene Goldspieler, um dann quasi einen seltenen wiederzubekommen. Und jetzt machen wir das letzte Set auf. 3, 2, 1. 2 seltene Goldspieler sind drin. Wird es ein Walkout im letzten Set? Nein, leider nicht. Leider nicht. Wir ziehen also insgesamt 2 Walkouts. Und ja, insgesamt schade, dass es dann am Ende quasi zweimal Douglas Costa geworden ist. Batshuayi wird es hier im letzten Set. Kann man, wie gesagt, nichts machen. Jetzt haben wir den einen Douglas Costa muss ich noch verkaufen, fällt mir gerade ein. Bellarabi und Batshuayi im letzten Set. Ja, auf jeden Fall das die Gegenüberstellung. Ich hoffe, es hat euch, wie gesagt, was gebracht. Lasst mich, wie gesagt, die Upgrades machen. Hier die 80-Plus-Upgrades. Wie lange laufen sie noch? Ich glaube, 2 Tage, ne, hatte ich gesagt. Also 2 Tage, das Ganze wiederholbar, aber 10 seltene. Lasst mich gerne auch eure Meinung wissen über die Spielerwahl-Upgrade. Ich glaube, ihr sagt auch generell, die lohnt sich eher nicht. Dann eher, wie gesagt, aufs Gold-Upgrade gehen, wo man halt, wie gesagt, 11 Non-Rare-Spieler abgeben muss. In dem Sinne soll es das gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch rundum gefallen. Wenn ja, zerstört den Like-Button. Ihr wisst Bescheid, Support ist kein Mord. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei der nächsten Squad-Building-Challenge. Insofern haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.